Ja, hallo Freunde, und es ist Zeit für ein neues Let's Play auf dem Commodore Amiga und wir spielen ein Rennspiel, das Continental Circus. Ein Spiel, das ich damals, ja, ich würde es nicht sagen, geliebt habe, aber das ich ab und zu gespielt habe. Ich habe es allerdings davor mehr auf dem C64 gespielt, aber auf dem Amiga sieht es erstmal schöner aus und es gibt auch eine Version für den Atari ST, die werden wir uns bestimmt auch nochmal vornehmen. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wer dieses Spiel kennt, wer es gespielt hat und wer darin vielleicht richtig gut war. Also ich war es nie. Viele, die mich schon haben Rennspiele hier spielen sehen, werden wissen, dass ich nicht der beste ja, Rennspezialist bin, aber ich versuche alles. Jetzt aber hinterher. Kleiner Fehlstart. Okay. Da haben wir schon ein bisschen rauffahren. Irgendwie brennen wir. Freunde, wir brennen. Brennen ist nicht gut. Brennen ist absolut nicht gut. So, ich habe schon gesagt, brennen ist nicht gut. Brennen ist nicht gut. Das Qualifying. Time ist zu Ende. Scheiße. Ah, jetzt wünsche ich mir mein Joystick, aber ich mache es jetzt mit dem Gamepad. Ich fahre einen heißen Reifen hier. Nein! Verdammter Russenjunge. Scheiße! Die fahren dir aber nur im Weg rum. Wir jagen hinterher. Können wir noch was reißen? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so gut aus für uns. Dann kommst du noch mal ein Stück nach vorne.
Nein! Warum brennen wir dauernd? Ja, ist ja scheiße. Ach Mensch, ey, leckt mich doch hier. Okay, jetzt versuchen wir nochmal. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr reißen. Und wenn wir nicht immer hier irgendwo dagegen knallen oder andere anfahren. Und gegen die Tonnen. Das war zumindest, haben wir es in die Boxen gerade geschafft. Das war zumindest. Auf Klammer war weiß ich nicht, aber. Ja, das war aber von hinten drauf gefahren. Mistranzen, Elender. Oh, ich komme mit dem scheiß Gamepad komme ich nicht klar. Das ist einfach nicht meins. Ich hab ihn doch gar nicht berührt, ey! Lattenduellen da! Schaffen wir nicht mehr. Time up. Och Mensch, ey! Mal continue machen. Ich würde sagen, Freunde, das reicht zu. Ihr habt es gesehen, wie man es nicht spielt. Ja, nein, Spaß beiseite. Ist trotzdem ein gutes Spiel. Allerdings, wie gesagt, mit Gamepad bin ich noch nie so richtig klar gekommen. Ich bin ein Kind des Joysticks und wie gesagt, auf meinem neuen Emulator 64 und von Amiga, jetzt hört der Denise, da sieht es halt am besten aus, aber leider erkennt er meine guten alten Joysticks nicht. Das ist schade, aber vielleicht kriege ich es noch hin, ich muss noch ein bisschen rumbasteln. Egal, Spaß gemacht hat das Spiel auf jeden Fall trotzdem und ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Kanalabo und über viele, viele Kommentare freuen. Und ich hoffe doch, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Commodore Amiga. Macht's gut und tschüss.